Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden nach dem Heimspiel gegen Viktoria Köln. Die Partie endete 1:1 unentschieden. Auf dem Podium neben mir begrüße ich die beiden Cheftrainer. Zu meiner Rechten Olaf Jansen von Viktoria Köln, zu meiner Linken SGD-Chefcoach Markus Anfang. Herr Jansen, dem Gast gehört wie immer das erste Wort. Ich würde Sie jetzt um Ihr Fazit zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Erstmal Grüße an alle. Schön, wieder hier zu sein bei euch. Zum Spiel muss ich sagen, großes Kompliment an Markus und seine Mannschaft. Hat einen riesen Spaß gemacht, das zu analysieren, weil es nun wirklich eine Mannschaft ist, die Fußball spielt, die ein brutales Positionsspiel hat, die sich gefunden hat. Und da ich auch weiß, welche Stimmung hier im Stadion herrscht, war mir relativ klar, dass das echt eine brutale Herausforderung für uns sein wird. Das hat man unterm Strich in den ersten 10 Minuten der jeweiligen Halbzeit gesehen. Da hatten meine Jungs so ein bisschen schlottrige Knie. Waren ja auch insgesamt dann, glaube ich, 5 U23-Spieler in unserem Kader. Das hat man so ein bisschen gemerkt. Und dann muss ich sagen, in beiden Halbzeiten haben wir danach wirklich den Hebel umgelegt. Den Hebel umgelegt meine ich, wir haben eben dieses Positionsspiel sehr gut verteidigt, fand ich, mit hohem Laufaufwand. Dresden hat dann nach Möglichkeiten gesucht und haben dann immer wieder auch Nadelstiche insgesamt setzen können mit dem 1:0. Schade natürlich dieses Tor mit dem Halbzeitpfiff, Standard, den wir nicht sauber verteidigen. Und auch in der zweiten Halbzeit, dann nach den ersten 10 Minuten, wo Dresden wieder gedrückt hat, fand ich, haben wir auch wieder gute Umschaltmomente, müssen wir ein bisschen sauberer spielen. Aber insgesamt habe ich vorher die Losung ausgegeben, ne? Das ist halt, das fühlt sich an wie Bundesliga, ne? Da müssen wir durch dieses Fegefeuer. Und da bin ich dann am Ende natürlich sehr froh, dass der Aufwand für meine Mannschaft sich gelohnt hat und wir dann belohnt worden sind. Auch wenn natürlich, wenn wir wahrscheinlich die Chancen zusammenrechnen, das glücklich war, vor allen Dingen natürlich dann nach dem Elfmeter, der, ich habe es nochmal gesehen, den man geben kann, wir natürlich eigentlich das Spiel dann 2:1 verlieren und können uns an unseren Torwart bedanken. Freue ich mich sehr für den Jungen. Also wie gesagt, insgesamt sind wir hochzufrieden in der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind und nehmen den Punkt natürlich gerne mit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jansen. Markus, wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, hallo zusammen. Also ich finde, dass wir heute ein richtig gutes Spiel abgeliefert haben und das über 90 Minuten. Wir sind gut in die Partie gekommen. Ich glaube, vor 0:1 müssen wir schon 2:3:0 führen. Ganz klare Chancen gehabt, gute Chancen herausgespielt. Und das ist auch so geblieben im Laufe des Spiels. Wir kriegen dann nach einem Einwurf mit der ersten Aktion von der Viktoria kriegen wir, obwohl wir in Überzahl sind, kriegen wir das Gegentor. Das ist einfach wahnsinnig ärgerlich. Dann hat, glaube ich, Viktoria in der ersten Halbzeit nicht mehr aufs Tor geschossen und wir haben wirklich eine Chance nach der anderen herausgearbeitet und hätten da meiner Meinung nach schon viel früher das Tor machen müssen, machen dann kurz vor der Halbzeit das Tor und zweite Halbzeit haben wir es dann genauso fortgesetzt, müssen schon am Anfang direkt wieder das Tor machen und ja, es hat so ein bisschen das Spiel dann so wieder gespiegelt mit dem Elfmeter, dass wir den dann auch nicht gemacht haben. Wir haben heute wirklich viele Chancen kreiert, immer wieder mutig nach vorne gespielt. In dem Wissen, dass Viktoria auch eine qualitativ sehr gute Mannschaft hat, die Spieler dann nochmal zurückgeholt haben, wie Mike Wunderlich, was man auch gesehen hat, der dann auch 2 Umschaltmomente fast genutzt hätte, um das Spiel dann nochmal zu drehen. Das musst du dann auch am Ende verteidigen. Es war schwierig, dann solche Situationen zu verteidigen, weil du nur den Gedanken hattest nach vorne und wir wollten unbedingt das Tor machen, wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen, aber irgendwie wollte heute nicht rein. Das muss man halt auch ehrlicherweise sagen. Und Viktoria hat natürlich alles dafür getan, dagegen zu verteidigen, haben ihre Fünferkette immer wieder zu einer Raute dann umfunktioniert, den Zentralen immer wieder ins Mittelfeld gehoben, aber das hat am Ende gar keinen Ausschlag auf unser Spiel gehabt, weil wir uns trotzdem zwangsläufig dann über die Flügelposition im 1-gegen-1 immer wieder gut durchgesetzt haben, aber wenn du am Ende dann das Tor nicht machst und es geht dann 1:1 aus, dann hat der Gegner auch den Punkt verdient und erkämpft. Wir haben in Verl kurz vor Schluss das Tor gemacht. Jetzt war es halt nicht so, dass wir das Tor gemacht haben. Das müssen wir dann auch akzeptieren. Haben trotzdem gepunktet, auch wenn wir gefühlt für uns nicht wirklich so ein positives Gefühl mitnehmen nach diesem Spiel, weil wir gut gespielt haben, aber die Punkte nicht geholt haben. Aber gut, wir haben gepunktet, das ist wichtig. Und wir werden jetzt den Weg weitergehen und werden jetzt regenerieren. Die Jungs kriegen jetzt mal ein
bisschen Pause und dann werden wir uns auf Elversberg vorbereiten und dann werden wir dahin fahren, werden versuchen, da auch wieder zu punkten. Dankeschön. Danke dir, Markus. Jetzt ist es an der Zeit für eure und ihre Fragen. Die erste hat Jens Maßlich, Dresdner Morgenpost. Anfang, Chancen für 2-3 Spiele. Stefan Kutschke so ein bisschen der tragische Held mit Pfostentreffer und verschossenen Elfmeter. Ist es dann am Ende nur Pech? Ja, also es ist immer schwierig. Also wir haben ja schon Spiele gehabt, wo wir weniger Chancen hatten, wo wir dann sehr effektiv waren, wo wir die Tore gemacht haben. Auch Kutsche die Tore schon gemacht hat. Heute wollte der Ball irgendwie nicht rein. Und das müssen wir dann vielleicht auch mal akzeptieren. Müssen wir uns dann wieder hart erarbeiten, dass der Ball auch wieder reinrutscht. Wir hatten auch sehr, sehr viele Standardsituationen. Ich habe schon zu meinem Co-Trainer gesagt, lass uns einfach gar keine mehr trainieren. Wir trainieren jede Woche Standardsituationen und irgendwie habe ich das Gefühl, da rutscht keiner mehr rein. Es geht selbst der Elfmeter nicht mehr rein. Manchmal ist es ganz gut, du machst gar keine Standards, dann schießen sie zwangsläufig irgendwie rein. Aber ich glaube schon, heute haben wir alles dafür getan, das Spiel zu gewinnen. Er ist halt nicht reingerutscht und das muss man dann auch mal so akzeptieren. Und wie gesagt, der Gegner hat leidenschaftlich verteidigt. Und hat am Ende sich den Punkt dann erkämpft. Nochmal Jens Maßlich. Sie hatten es in Ihrem Statement schon angesprochen. Ich hatte auch versprochen, dass ich nochmal frage, wie lange gibt es jetzt frei? Ja, die Jungs bekommen morgen und übermorgen frei. Und dann bereiten wir uns auch wieder auf Elversberg vor. Wir haben jetzt im Stadion hier zu Hause nochmal ein paar Läufe gemacht für die weniger gespielt haben, damit sie auch ihre Belastung haben heute Morgen. Haben die Spieler, die nicht im Kader waren, auch ihre Belastung bekommen, sodass wir da auch gut abgedeckt sind. Und dann sollen sie sich mal 2 Tage regenerieren und dann starten wir halt wieder das auf die Woche hin, Elversberg, und werden halt versuchen, in Elversberg die Punkte zu holen, die wir jetzt vielleicht haben ein Stück liegen lassen. Nochmal Jens. Und für Sie geht's nach Köln? Ja, wenn ich frei habe, fahre ich in der Regel immer nach Köln. Also weil da meine Familie zu Hause ist, meine Kinder sind, aber ich weiß ja, worauf die Frage gezielt ist. Ich fahre genauso nach Köln, wie der Olaf auch nach Köln fährt. Du kannst gerne mitfahren bei uns, gell? Habe ich mir gedacht. Hast ja auch einen Punkt mitgenommen. Du auch. Ja, 2 liegen lassen. Aber hast recht. Patrick Franz mit der nächsten Frage. Als erstmal gilt natürlich, dass man hinterher immer schlauer ist, aber wie war die Situation vielleicht? Warum hat Stefan Kutschke geschossen? Ahmed Arslan, haben die beiden untereinander sich besprochen, wer sich besser gefühlt hat? Wie war die Situation? Wissen Sie dazu was? Ist immer schwer, wenn du dann als Trainer hingehst und sagst, nee, du schießt nicht, der andere schießt und der verschießt dann auch. Da hast du 2 gefühlt unglückliche Spieler auf dem Feld. Die Jungs machen das untereinander aus und Kutschke hat ja in Duisburg auch getroffen. Es ist halt schwierig. Also klar, im Nachgang kannst du immer irgendwo sagen, ja, der hätte schießen können oder der. Aber ich glaube, dass der Kutsche auch Elfmeter reinschießen kann. Und er frisst sich gerade auch selber darüber auf. Und es war halt vielleicht so ein bisschen sinnbildlich heute, dass der Ball irgendwie nicht rein wollte. Und das müssen wir auch akzeptieren. Und trotzdem, auch wenn wir viele Chancen herausgearbeitet haben und das Tor nicht gemacht haben, wir haben trotzdem gepunktet. Und das ist halt auch wichtig, dass wenn du mal vielleicht nicht dieses Quäntchen Glück auf deiner Seite hast, dass der Ball reinrutscht, dass du trotzdem punktest. Auch wenn wir, wie gesagt, nicht so wirklich zufrieden und glücklich damit sind. Lukas Böhme vom Kicker. Einer der für mich besten Spieler heute auf dem Platz war Niklas Hauptmann. Wie froh sind Sie, dass man mit ihm zum einen wirklich technisch versierten Spieler hat, der sich auf der anderen Seite aber auch selbst früh gelb verwarnt, in jeden Zweikampf noch reinwirft. Man hat aber trotzdem das Gefühl, er weiß immer genau, was er macht. Also wie wichtig ist es gerade, auch vor dem Hintergrund des Ausfalls von Paul Will, so einen vielseitigen Spieler zu haben? Ja, Haupe hat sicherlich ein gutes Spiel gemacht. Bei Haupe ist es halt so, Haupe hat halt sehr, sehr lange nicht gespielt und musste ja auch gucken, dass er körperlich auch wieder bei 100% ist. Wir hatten ja zwischendurch auch nochmal ein Thema, dass er sich da ein bisschen regeneriert. Das hat er auch, glaube ich, ganz gut genutzt. Und ja, ich finde, dass er immer besser reinkommt, dass die Belastung immer besser verkraftet und dass er in dem Spiel immer mehr Akzente setzen kann. Und ich finde aber auch, die anderen haben das sehr gut gemacht. Kammer hat das auch sehr ordentlich gemacht auf der Position, die vorher Paul gespielt hat. Wir haben ja mit Paul Will und mit Michael Akoto leider die 2 Sechser, die auf den Positionen eigentlich zu Hause sind, haben wir jetzt nicht dabei gehabt.
Aber ich finde, dass die Jungs insgesamt alle doch ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben. Ich glaube auch ein sehr ansehnliches Spiel gemacht haben. Und ich glaube, dass die Leute im Stadion auch das Gefühl hatten, dass wir alles dafür getan haben, das Spiel zu gewinnen. Und das sieht man dann, glaube ich, am Support hinten raus auch. Und ich glaube, das war schon total in Ordnung. Patrick Franz. Genau, dann müsste man vielleicht nochmal fragen, ist jetzt das Hauptaugenmerk vielleicht, wo Sie noch dran arbeiten müssen, doch eher die Defensive, sage ich mal, insgesamt, weil vorne, klar war heute einfach auch Pech dabei, aber die Chancen erarbeitet sich die Mannschaft ja regelmäßig. Ja, du kriegst halt ein Gegentor aus einem Schuss in der ersten Halbzeit, das ärgert mich natürlich auch, die Jungs auch, aber ich finde, sonst haben wir, auch wenn es sehr schwer war, weil wir sehr hoch verteidigt haben und natürlich sehr mutig verteidigt haben, haben wir doch recht viel wegverteidigt und haben den Gegner gefühlt auch überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Und ich finde, das war eigentlich ein gutes Spiel, auch im Defensivverbund, dass dann immer mal wieder der Gegner sich durchtankt und durcharbeitet mit der Qualität, die auch Viktoria hat. Das passiert. Das passiert halt. Aber ich finde, dass wir in allen Bereichen sicherlich noch zulegen müssen. Und wir können auch gerne im Defensiven zulegen und im Offensiven können wir auch gerne das eine oder andere Tor mehr schießen. Aber gegen Halle haben wir in der ersten Halbzeit, waren wir nicht zufrieden in der Halbzeitpause, haben wir 3-0 geführt, da haben wir dementsprechend gut verteidigt, weil wir zu 0 gespielt haben, haben dementsprechend gut nach vorne gespielt, weil wir 3 Tore geschossen haben. Aber das hat das Spiel in keinster Weise wiedergespiegelt. Heute war die Halbzeitpause so, dass das Ergebnis auch dieses Spiel nicht wiedergespiegelt hat. Und das muss man dann auch akzeptieren. Also wenn was gut ist, dann muss man das auch sagen, unabhängig vom Ergebnis. Und das war gut heute. Und wenn es nicht gut war, und das Ergebnis aber gut ist, dann muss man trotzdem auch sagen, dass wir nicht so gut Fußball gespielt haben. Also das ist auch unsere Aufgabe im Trainerbereich und das machen wir regelmäßig. Tim Schlegel. Trainer, Sie haben relativ spät gewechselt, in der 80. und kurz vor Schluss. Lag das daran, dass Sie jetzt diese Truppe, die ja quasi nur den Offensivdrang nicht zu übersehen war, nicht auseinanderreißen wollten und sich sicher waren, dass das klappt noch? Oder hatte das andere Gründe, dass Sie gesagt haben, ich warte damit jetzt mal? Ja, es ist halt immer die Frage, was passiert, wenn du jetzt wechselst? Kommen Sie dann vielleicht aus dem Rhythmus? Wir sind gut im Rhythmus drin, wir haben guten Druck gehabt, wir haben immer Aktionen gehabt, wir haben immer Eckbälle, Freistöße, Standardsituationen rausgeholt, wir haben Torabschlüsse gehabt. Jetzt wechselst du, auf einmal hast du einen Bruch in der Mannschaft, das willst du ja zwangsläufig auch nicht. Also guckst du halt, dass wenn Situationen da sind, vielleicht der eine oder andere, wo du das Gefühl hast, der wird ein bisschen müde und kommt im 1 gegen 1 nicht mehr so vorbei, dass du vielleicht da nochmal nachlegst, das haben wir dann auch gemacht, und vorne nochmal nachlegst. Vielleicht hat Manu ein bisschen mehr das Glück auf seiner Seite, dass er vielleicht dann nochmal in so eine Situation reinkommt und dann sind das sind so die Gedanken, aber du willst so einen Spielfluss, wenn der gut ist, auch nicht unterbrechen, um zu sagen, ja, aber ich habe ja gewechselt. Also da geht es jetzt nicht um uns, da geht es dann um die Mannschaft und wenn es gerade gut läuft, dann muss man nicht aus Aktionismus reagieren. Damit scheinen alle Fragen beantwortet zu sein. Dann wünsche ich allen noch ein schönes Restwochenende, unseren Gästen und ausnahmsweise dir heute auch, Markus, eine schöne Heimfahrt nach Köln. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss zusammen.